Des Spiels suchen würde, dann würde ich auf jeden Fall, was die Zweikampfführung und Balleroberung angeht, dich nehmen, Sascha. Wie würdest du das sehen? Ja, ich denke, war ganz ordentlich. Insgesamt haben wir, denke ich, als Mannschaft ein gutes Spiel gemacht. Wir sind gut reingekommen, haben die ersten 15 Minuten, glaube ich, gar nichts zugelassen, gehen 1-0 in Führung und dann machen wir uns wieder das Leben so extrem schwer. Also das ist wirklich unglaublich. Im Endeffekt schießen die, glaube ich, zweimal aufs Tor, machen zwei Tore. Über das zweite Tor brauchen wir nicht reden, was das für ein Ei ist. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Aber die Mannschaft, wie sie schon in der ganzen Saison bewiesen hat, hat eine brutale Moral und es macht einfach nur Spaß in der Truppe. Und ja, zu meiner Leistung, ich denke, das ist so ein bisschen meine Spielart, Zweikämpfe gewinnen, eklig sein, dreckig sein. Sicherlich wünsche ich mir mal noch ja, die eine oder andere mehr Torabschlussaktion, aber wird auch noch kommen, die entscheidenden Dinge. Hast du auf dem Feld eigentlich gemerkt, wie kalt es heute hier in Leipzig ist? Ja, ich habe es jetzt gemerkt, aber im Spiel war ich ordentlich auf Temperatur. Das glaube ich dir gerne. Aber Zuschauer heute warten zumindest hier der Bereich auch ordentlich auf Temperatur. Wurde ja zuletzt kritisiert? Ja, absolut. Ich denke gerade dann bei der Elfmetersituation, wollte ich nicht in Paul seine Haut stecken, war ordentlich Stimmung, hat er eiskalt reingemacht und ja, wir freuen uns jetzt natürlich und ruhen uns kurz aus und dann geht es nächste Woche mit einem ganz, ganz schweren Spiel weiter. Hi Ismail, herzlich willkommen beim ersten FC Lok. Endlich hat es geklappt mit dem Tor, beschreib nochmal das Tor. Ja, halt, das war ein Konter. Es geht halt immer schnell, wenn man ein Tor macht, aber dann habe ich die Möglichkeit gesehen, dabei wurde abgefälscht und ja, dann alle volle Kanne und danach ist es dabei reingegangen und habe mich natürlich gefreut. Den Pass in die Tiefe war eigentlich so für den Spieler deiner Art geplant, der war eigentlich ein bisschen zu weit, oder? Ja, ja, aber dann auch noch perfekt, weil keiner nicht mehr ran konnte und Paul hat es ja gut gemacht und dann reingespielt und danach halt den Abfälsch habe ich dann gesehen und dann gerochen und dann habe ich den Ball reingemacht halt. Hättest du lieber den Elfmeter geschossen, den Paul geschossen hat? Ich könnte mir vorstellen, da ist man dankbar, dass es einen gibt, der sich den Ball nimmt. Ja, natürlich. Also er hat die Verantwortung getragen. Er wollte ihn reinmachen mit aller Kraft und hat ihn reingemacht. Und ja, natürlich, er ist da vorangegangen und ist halt gut, wenn er ein Tor macht. Noch ein Wort zur Atmosphäre heute hier, Freitagabend, Flutlicht. Ja, war ziemlich kalt, aber die Fans haben gut mitgemacht. Ich würde ja vieles geben, um im Bruno-Blacher-Stadion mal ein Tor zu erzielen. Aber ich sag mal, in der 87. Minute heute hätte ich ungern mit dir getauscht, Paul. Hättest du gerne den Ball abgegeben? Na, ich übernehme gerne Verantwortung. Wäre Steini noch auf dem Platz gewesen, denke ich mal, Steini, der kommt dann mit Wucht, der hätte das Ding auch reingekracht, da bin ich mir ziemlich sicher. So, er war nicht mal da, deswegen, ich kenne ja auch meine Jungs, ich weiß es noch vom Pokalfinale, da haben die ersten fünf geschossen und dann ging es, ich muss nicht. So, und deswegen nicht lange rumeiern, Ball einfach nehmen. Hat dann ein bisschen gedauert, bis der Elfmeter dann endlich ausgeführt wurde, aber von Sekunde zu Sekunde, ja, wurden meine Eier auch ein bisschen kleiner. Ne? Aber das ist, und die sind groß. Ja, die sind groß gewesen, wo ich im
Ball genommen haben, dann sind sie ein bisschen kleiner geworden, aber der war relativ platziert. Er war zwar auch noch dran, aber alles gut. Dann habe ich mich sehr gefreut und wir haben das Ding endlich oder glücklicherweise dann auch nach Hause gefahren. Bisschen wie Andi Bremen 1990 wahrscheinlich. Platziert ja, ins Eck. Da habe ich noch nicht gelebt, da war ich noch bei meinem Papa drin, denke ich mal. Bei deinem Papa warst du drin? Bei meinem Papa. 1990, ich bin erst 91 geboren, also da deswegen okay, aber davon nichts. Okay, aber gut, aber zum restlichen Spiel, Meuselwitz erwartet unangenehme Gegner und dir haben sie heute auch ganz schön auf die Füßen gestanden. Oder ich fand es im Mittelfeld ziemlich eng. Es war sehr eng, aber das wussten wir, dass wir mit drei Mann im Zentrum spielen. Ich habe ein paar schöne Striemen auf meinen weißen Schuhen. Also es hat schon ein paar Mal geraschelt, tat gut weh. Aber wir sind, wie gesagt, erste Halbzeit gut reingekommen, machen das Tor, belohnen uns wieder, weil wir Gas gegeben haben. Dann haben wir wieder ein bisschen einen kleinen Schlendrian gehabt und dann haben wir gesehen, dass Meuselwitz kämpfen und aber auch Fußball spielen kann. Das Tor machen sie richtig gut. So, dann hat der Trainer noch mal ein paar Worte an uns gerichtet, ist auch ein bisschen lauter geworden, dass wir einfach wach bleiben. Aber das war die letzten auch so. Letzten Wochen auch so. Da hat uns immer noch mal gut gepusht. Sind wieder gut rausgekommen, zweite Halbzeit, belohnen uns mit dem 2-1. Ja, Fabi ist ein Bock, aber alles gut. Wir sind eine Mannschaft. Wir haben auch für ihn dann weitergespielt und wollten unbedingt den Sieg. Und von daher sind wir jetzt glücklich, dass wir 4-2 Schubi sich auch endlich mal belohnt. Ne? Er ist ein geiler Junge, ist ein lieber Junge und der marschiert und macht und hat sich das Ding verdient. Ja, alles super jetzt am Ende. Aber eine Flasche Milch würde der Fabian bestimmt vorbeibringen, nachdem du das 3-2 gemacht hast. Ja, ich frage ihn mal. Er kam, wie gesagt, auch nach dem Spiel und hat sich bedankt, dass ich ihm den Arsch gerettet habe. Ich sage, wie gesagt, ja, in der Situation habe ich ihn den Arsch gerettet, aber die Jungs haben wieder Gas gegeben, Vollgas wie jede Woche und wir haben uns das insgesamt verdient. Habt ihr in Jena, gab es ja letztes Jahr am Ende der Saison so diese Jena-Tabelle, die der Trainer in die Kabine gehängt hat, um den Spielern einfach Mut zu machen, die immer wieder auch zu motivieren. Habt ihr irgendwas für euch im Kopf oder in der Kabine, wo ihr dran vorbeigeht und sagt, hier steht's oder das ist es, wofür wir kämpfen? Naja, wir haben ja alle Smartphones und also ich gucke fast jeden Tag die Tabelle an, weil es einfach schön aussieht. Jetzt sieht es natürlich noch geiler aus. Jetzt sind wir vorne. Wir sind gleich mit Altklinike von den Spielen her, haben 3 Punkte mehr. Ja, sind 3 Punkte vor. Nee, vor Cottbus sind wir sogar im Moment 6 Punkte. Ne? Dafür, dass du jeden Tag anguckst, weißt du es nicht ganz. Bin ich gerade verwirrt. Aber ich gucke sie mir sehr oft an. Es ist einfach ein geiles Gefühl, oben zu stehen. Das haben wir uns erarbeitet und ich denke auch verdient. Und jetzt wollen wir auch da oben bleiben. Und das klappt am besten mit einem Paul Schinke, der nicht erkältet ist. Deswegen entlassen wir dich in die Freiheit sozusagen. Alles klar. Ich danke euch. Schönes Wochenende. Viel Spaß beim Tabelle angucken. Mach ich. Macht's gut.